Willkommen zurück zu Super Metroid. Jo, da sind wir wieder und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei allen Kommentarschreibern, die hier äußerst positives Feedback hinterlassen haben zu diesem neuen Retro-Projekt. Und die ersten Tipps kamen auch schon, deswegen bin ich hier. Angeblich soll hier was sein. Ich bilde mir ein, ich habe es probiert, aber nee, ich habe es anscheinend nicht probiert. Beziehungsweise nicht mit den Bomben. Hier ist ein kleines Geheimnis, Dankeschön. Gucken wir doch mal, was es hier gibt. Missiles, yay! Ja, diesmal ist es mir leider nicht geglückt, aber ab dem nächsten Part werde ich euch auch dann namentlich grüßen an die wertvollen Tippgeber, aber natürlich haben auch alle anderen Kommentarschreiber die Möglichkeit, hier genannt zu werden, wenn mir ein paar Kommentare besonders auffallen, auf die ich eingehen möchte. Nur diesmal hatte ich leider keine Namen auf dem Schirm, weil ich doch sehr zeitnah aufgenommen habe, wie ihr jetzt ja daran merkt, dass ich gleich diesem Hinweis nachgehen konnte. Das wollte ich eben jetzt noch schnell mitnehmen, bevor wir die erste Welt verlassen. Wir haben ja das letzte Mal schon den Boss besiegt. So, ja, runterfallen sollte ich teilweise aber nicht. Das ist ungut. Ich glaube, Super Iron Claw war's. Der hat mich gefragt, wie gut ich mit dem Bombensprung vertraut bin. Überhaupt nicht gut. Genauso wenig wie mit dem Zickzack-Sprung und alles andere, was mit Geschicklichkeit zu tun hat. Aber, ich werde es euch dennoch nicht vorenthalten. Ich werde euch alles zeigen, was es da für Sprünge gibt und so. Aber noch nicht. Erst wenn ich es brauche oder unbedingt machen möchte. Dann hätte man nämlich diesen einen Energietank sich schon schnappen können, den wir das letzte Mal gesehen haben. Aber ich sag's mir gut, es wäre zwar ein toller Energietank, aber den kann man sich auch holen, wenn man besser springen kann. So. Gucken wir mal kurz auf die Karte, ob wir hier wirklich alles haben. Ja, sieht gut aus. Wie gesagt, rechts, das muss noch ein bisschen warten, bis wir das erkunden. Wir steuern dann weiter nach links. Und gehen in die Welt Prinstar oder Prinstar. Eine deutlich größere Welt. Komm, stirb. Ja, von diesem Spiel übrigens gibt es unglaublich viele Fan-Mods, kann man sagen. Also ihr, wenn ihr euch damit vielleicht ein bisschen auskennt, die ganzen Super Nintendo-Spiele bzw. die ROMs, die kann man ja auch hacken. Klingt jetzt fies, aber ist nichts Schlimmes. Also die kann man hacken, man kann quasi die Templates und alles, was das Spiel halt so hergibt, kann man da auseinandernehmen und dann nochmal neu zusammenbauen. Und da gibt es unglaublich viele Super Metroid-Spiele. Die sich aber halt wegen anderer Levelstruktur und so weiter und so fort komplett anders spielen. Das wohl bekannteste und bockschwerste Spiel ist Metroid Redesign, falls es jemand kennt. Also wenn euch dieses Spiel zu einfach ist, dann guckt euch mal Redesign an. Das ist echt eine harte Nummer. Habe ich auch mal gespielt. Da gab es noch so eins, was nicht so schwer war. Ich glaube, Metroid Legacy heißt das. Das war vom Schwierigkeitsgrad her ähnlich wie dieses hier. Aber, ja, war auch sehr interessant gestaltet. Einfach mal das, die ganze Welt ein bisschen neu zu erleben. Ja. Aber na gut, wir spielen hier natürlich das Original. Ich habe auch überhaupt nicht in Planung, irgendeins von diesen Hacks zu spielen. Und hier bekommen wir unseren ersten Energietank. Wie ich schon erwähnte, das ist mit einem Herzcontainer zu vergleichen. Wie ihr da oben links jetzt sehen könnt. Yay. Werden wir auch dringend brauchen. So, weiter geht's. Das sind schon wieder die nächsten. Ich glaube, hier oben ist irgendwie ein Geheimnis, aber nicht von der Seite. Ich glaube, momentan geht da nichts. Oh, die Kameraden, die sind ein bisschen fies, glaube ich. Ich warte mal, bis der sich umdreht. Ja, wir können denen keinen Schaden zufügen, deswegen muss ich die Missiles zücken. Und dann kriegen die Schaden. So, dalle. Kommen die noch nicht mal zum Schießen und wie ihr seht, die Missile, die kriegen wir ja gleich wieder, also fast immer. Von daher ist das ja gar nicht mal so schlimm. So, machen wir mal die Tür auf und schauen, was da drin ist. Ich muss gerade schauen, ob das auch alles brav aufnimmt. Ja, es nimmt alles brav auf. Schaut euch das an. Diese Musik. Ja, was hat es damit auf sich? Soll ich es verraten? Na, ich deute es nur an. Vier Kristalle, sage ich mal. Vier leuchtende Steinchen. Vier Bosse.
Ansonsten geht hier nichts. Hm. Mysteriös. Gehen wir. So. Das werden wir später noch einmal besuchen. Viel, viel später, um genau zu sein. So, ich sollte mir angewöhnen, vielleicht zu rennen, wenn ich so lange Passagen habe, wo nichts passiert. So, war hier noch was? Ich teste mal mit meinen Bomben. Man hat ja unendlich Bomben, von daher kann man da ja ruhig ein bisschen ausprobieren. Aber nee, hier scheint nichts zu sein. Und weiter geht's. Diese da haben einen unglaublich dicken Panzer. Die kann man nicht töten. Diese hingegen, die kann man töten, wenn man oft genug drauf schießt. Und das ist immer so eine schöne Farmstelle, falls mal was fehlen sollte. Fast schon übertrieben, weil diese kleinen Dinger, die da davon raushüpfen, die sterben dann alle irgendwann. Und dann muss aber aufpassen, dass sie mich nicht treffen. So, jetzt haben wir's. Da gab jetzt gar nichts. Das liegt aber natürlich auch daran, weil wir nichts brauchen. Wir sind überall voll. So, da sind wir nun. Ein Aufzug, das kann nur bedeuten, dass wir jetzt in die nächste Welt düsen. Auf geht's! Auch eine tolle Musik. Jo, und wie es sich so gehört, gibt es auch hier teilweise neue Gegner. Den Typen, den können wir auch wieder nicht Schaden zufügen. Und ja, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wir haben hier noch keine Karte von diesem Gebiet. Und ja, deswegen mausern wir uns einfach mal durch. Fangen wir hier an. Okay, ah, die mag ich mal gar nicht. Okay, wir haben ihn noch rechtzeitig gekillt, bevor er uns trifft. Oh, und wie ihr seht, wir kommen hier nicht mehr durch. Das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. Manchmal muss man Zelda-like alle Gegner erstmal töten, bevor man wieder zurück kann. So, und das kommt mir doch ein bisschen suspekt vor, ne? Ah, ein geheimer Gang. Wer hätte es gedacht? So, was haben wir hier? Die Karte! Mensch, das ging ja schnell. Okay, man hat nicht immer das Glück, sofort am Anfang die Karte zu bekommen. Ja, und das ist schon deutlich größer. Gucken wir mal rüber. Es gibt auch mehrere Speicherpunkte, viele kleine Nischen. Das sieht doch vielversprechend aus, oder? Da werden wir eine Zeit lang dran hocken. So. Also dann wieder zurück. Und ja, wir werden wieder alle Gegner töten müssen. Hier. Wow, okay, du kommst hier nicht rein. Finde ich super. Ja, und wie ihr seht, alle Gegner tot, Tür geht auf. So, ich werde jetzt erstmal, weil es rechts ja... Obwohl, nee, rechts ist auch nur ein kleiner Gang. Okay, dann gehen wir erst nach rechts. Das sind ja angeblich auch zwei Items, will ich haben. Okay, wie war denn das hier nochmal? Ich glaube, das ist ein bisschen komplex. Wieso kommt da jetzt kein Vieh mehr raus? Ah, uah! Okay. Ja, hier kommen immer wieder kleine fliegende Mistviecher raus. Und wie ihr seht, man kann sich dann natürlich schön aufleveln. So, ich glaube, ich kann hier noch nicht das machen, was ich machen möchte. Ich werde mal versuchen, hier an der Stelle zu rennen. Ja, das lief ja super. Aber hey, wir bekommen Missiles. Ja, ihr habt es gesehen, noch bevor wir richtig rennen können, geht hier eine Tür zu und wir fallen einfach durch den Boden. Das liegt daran, weil der Boden irgendwie seltsam ist. Da fällt man immer durch, wenn man zu lange drauf stehen bleibt. So, kann ich mit den Bomben vielleicht hier weitermachen? Ja, anscheinend. Werde ich euch erstmal killen? Ja, ich weiß, ihr mögt mich nicht. Ihr wollt nicht, dass ich hier durchgehe. Ihr seid gemein. Aber wenn ich... Ich bilde mir ein... dass wir diese Stelle theoretisch mit etwas Glück auch schon früher ereilen können. Das war nämlich so, wir bekommen später die Möglichkeit, noch schneller zu rennen, dann ist das gar kein Problem mehr. Aber es gibt da, glaube ich, einen Trick, aber der ist schwer umzusetzen, glaube ich. Nein, jetzt habe ich es nicht, ich habe es noch nicht vergeigt. Und zwar mit, der Kugel. Wieso ging das jetzt gar nicht? Spielt mir ein, dass man mit der Kugel ein bisschen durchfetzen kann. Möchte noch einmal probier's noch.
Gleich mit Anlauf. Ups, ja gut, ich sollte vielleicht auch mit Ruhe bleiben. Ja, ja gut, jetzt ist schon zu, aber das könnte klappen, das könnte funktionieren. Ich weiß nur nicht, ob es bis ganz zum Ende funktioniert. Einmal probiere ich es noch. Wenn nicht, dann warten wir, bis wir super duper schnell rennen können. Einmal probieren wir das noch. So. Und los. Nein! Schade. Ich bilde mir ein, dass das theoretisch funktionieren kann, aber ich weiß die Umstände nicht so genau. Wann bricht man durch, wann nicht. Ist ein bisschen seltsam. Dann lassen wir das erstmal. Aber hey, wir haben Missiles bekommen. Ist doch toll. Das war knapp. Da ist ein Speicherpunkt drin. Den werde ich mir noch aufheben. Den brauchen wir jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, was heißt aufheben. Eigentlich sinnlos. Man kann ja unendlich oft speichern, ne? Aber gehen wir erstmal hier lang. So, hier gibt es anscheinend schwierige Lichtverhältnisse. Das einzige Licht, das wir hier haben, sind dank dieser Glühwürmchen. Deswegen sollten wir es vermeiden, die zu töten. Ansonsten wird unser Licht noch schwächer. Und das kann wirklich, wenn wir alle töten, bis zur absoluten Dunkelheit führen. Deswegen, man muss ja nicht alles mit der Waffe lösen, ne? So, geht ja auch so. Oha. Das, werte Freunde, ist ein Missile-Depot. Da können wir unsere Missiles bis zum Maximum auffüllen. Und zwar sämtliche Missiles. Es gibt ja nicht nur die, sondern noch weitere. Aber die zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Ich möchte ja nicht alles hier vorne wegnehmen. So. Na gut, die töte ich jetzt mal, weil sie mir gerade im Weg ist. Wenn es einmal dunkler wird, ist es nicht so schlimm. Und die ist ja später wieder da. Okay, gut. Jetzt könnten wir rechts weitermachen, aber ich frage mich, ob es da unten, ob da was geht. Da würde theoretisch was gehen, aber dieses Symbol, was ihr hier seht, das ist eine Waffe, die wir noch nicht besitzen. Das heißt, weiter nach unten geht es momentan leider nicht. Das wiederum bedeutet, dass wir nur diesen einen Weg da nach rechts haben. Okay, dann los. So, und jetzt kommen wir in ein etwas größeres Gebiet. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Ich mag nicht, ich mag nicht, ich mag nicht. Nein! Er trifft mich fast immer. So, naja, gut, er trifft mich halt. Na? Solange immer gleich wieder die Heilung kommt, ist ja alles halb so schlimm. Oh, der ist aber eilig. Okay, komme ich hier durch? Ja, natürlich komme ich hier durch. Sonst wüsste ich nicht, wo ich sonst hin soll. Ein Hoch auf die Bomben. So, was ist das? Das sieht seltsam aus hier. Ich bomb das mal auf. Aha. Dieses Symbol haben wir auch noch nicht. Ich könnte jetzt sagen, was wir genau da, finde ich, an der Stelle brauchen, aber ich lasse das einfach mal so im offenen Raum stehen. Es gibt ja. Ich habe echt in den Kommentaren auch festgestellt, dass es doch relativ viele Leute gibt, die das Spiel noch gar nicht kennen. Überrascht mich ein bisschen. Und deswegen, ja, möchte ich das ein bisschen vermeiden, hier immer alles gleich von weg zu greifen. So, weil die Leute, die das Spiel kennen, die wissen ja eh, was benötigt wird. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir könnten ganz nach unten, wir könnten rechts mit oder wir gehen oben rechts. Ich will erstmal versuchen, weiter nach oben zu kommen. Weil den Speicherpunkt würde ich dann auch gerne mal nutzen. Weil ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass bald wieder ein Boss kommt. Deswegen. So, ist er tot? Nein, der lebt noch, der hüpft noch wild herum. Jetzt nicht mehr. Was soll das eigentlich darstellen, diese Dinger? Sehen die ja irgendwie auch mechanisch aus und irgendwie doch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es hier eventuell durchgeht. Das sieht so. Ja, natürlich geht es ja durch. Hier muss ja auch mal ein Speicherpunkt sein. Yay, da ist er. Den werde ich jetzt mal benutzen. Ich finde das immer so stylisch, wenn hier gespeichert wird. Das hat was. So. Wobei eigentlich ist es nicht zu empfehlen, jetzt schon zum Boss zu gehen. Weil man theoretisch noch eine andere Waffe holen könnte, bevor man das tut, glaube ich. Aber ich bin mal so frei und gehe jetzt diesen Weg. Vielleicht irre ich mich auch und der Boss ist ganz woanders. So 100% habe ich das ja auch nicht mehr auf dem Schirm. Oh, geht's noch größer. Wow. Die vertragen ganz schön viel hier. Na gut. Oh, nee, ey.
Geh mal da weg, geh mal da weg. Oh, wir müssen alle töten. Ich glaube, das ist einfacher, wenn wir die mit Missiles machen. So, jetzt kannst du mal pumpsen. Wie süß. Aber ich will meine Missiles eigentlich aufheben. So, da war doch noch einer. Oh, da war doch noch einer, oder? Aber mein Handy macht gerade schlapp. Darf es aber nicht. Ah, da ist er. Wow. Ja, ja, ich weiß, du hast heilig, du bist doof. Jetzt kannst du nicht mehr. Ey, aber kannst du spucken? Ich wusste gar nicht, dass sie spucken können. Was ist das da jetzt? Was ist das? Ich glaube, das... Passiert da was? Nö, da passiert gar nichts. Okay. Das? Stacheln? Tut das weh? Nein, tut nichts weh. Okay. Okay, okay. Ich hab ein bisschen... Wenn da jetzt wirklich der Boss kommt... Das könnte der erste Fail werden. Na, egal. Tatsächlich. Da ist er. Na gut, probieren wir es. Die Musik ist auch unheimlich gut. So ein bisschen kenne ich die Taktik ja noch, wie ihr seht. Wir müssen abwarten. Nein, aber nicht genau hier, Mann. Das war jetzt natürlich Pech. Ja, der öffnet manchmal sein, keine Ahnung, wie ich das bezeichnen soll. Diese Dinger, die da von oben herabfallen, die würden uns wehtun. Deswegen immer schön hier in der Ecke bleiben und dem Guten mit einer Missile 1 reinhauen. Ja. Hätten wir jetzt schon die andere Waffe, wäre der unglaublich einfach. Aber ich will es mir anscheinend gerne schwer machen. Ah, jetzt geht er wieder an der Stelle. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und ihr seht, der raubt uns unglaublich viel Energie ab. Das könnte jetzt wirklich ein Fail werden. Aber naja, ihr kennt mich ja. Ich zeige euch ja gerne, wie man es nicht machen sollte. Und dann zeige ich euch richtig. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Typ immer dunkler wird. Und ich glaube auch ein bisschen schneller immer. Mit jedem Treffer. Bin mir nicht sicher. Das war ja wieder geschickt. Aber na gut. Wenn ich gleich wieder zur Kugel werde, dann trifft er mich nur einmal. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit, hier diesen fliegenden Etwasen zu entgehen. Glaubt mir, das wäre anstrengender, wenn ich da unten rumgurken würde. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Strategie, kann ja sein. Aber ich halte die für am einfachsten. Jetzt wieder Pissy. Jetzt wird mein Freund Pissy. Den Soundtrack so erstklassig. Ich kann es ja immer wieder nur betonen. Oh, okay. Haben wir gerade so geschafft, den Sprung. Wir haben noch 13 Missiles. Wenn die ausgehen würden und der Typ würde noch leben, okay. Normal drauf schießen würde relativ wenig bringen. Das kann man fast vergessen. Also da sind die Missiles schon das A und O. So, mein Freund. Es ist noch einer der einfacheren Bosse natürlich. Das wird später noch richtig bösartig. Aber so richtig. Na komm, mach mal wieder die Kusch auf. Okay. Ja, er wird dunkler. Er wird immer dunkler. Da braucht nicht mehr viel. Ich schätze so 3. Ja, ich tippe auf 3 Missiles. Gucken, ob ich recht habe. Ihr könnt auch eure Tipps abgeben. Mal gucken, ob ich das überhaupt überlebe. Jetzt habe ich... Ah, oh, nur einmal. Okay, wir haben ihn. Okay, das ging doch schneller wie erwartet. Und jetzt gibt's Belohnung. Sehr schön. Das Lustige ist jetzt, wir kommen nicht mehr zurück. Denn ihr seht, das ist grün. Auch hier bräuchten wir die Waffe, die wir theoretisch schon haben könnten. Ja, Pech, ne? Dann gehen wir halt weiter nach oben. Mal gucken, was es hier so gibt. Ups, ich sollte vielleicht die Waffe wechseln. Das ist Verschwendung. Okay, gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt wieder bei so einem Röhrenteil sind, weil da können wir uns wieder auffrischen. Das macht Spaß. Ja. Na komm, ich brauche noch ein bisschen was. So. Weiter geht's. Okay, und Vollzimmer.
Oh. Hilfe! Fall Damage! Nein, gibt es zum Glück nicht. Alter, wie weit noch? Oh. Und da haben wir sie, die Super Missiles. Ja, regulär als Belohnung nach diesem Boss, die Super Missiles, aber ich bin mir relativ sicher, dass man die theoretisch auch schon vorher haben kann. Die Super Missiles, der Name sagt ja eigentlich schon, die sind natürlich effektiver wie die Missiles. Man kann rote Türen mit einer Super Missile öffnen und man kann grüne Türen damit öffnen. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob man da auch fünfmal drauf bashen muss oder nur einmal. Wir werden es früher oder später noch erfahren. Okay, schön, schön. Haben wir das auch erledigt. So, sonst ist ja nichts. Ich teste mal lieber ein bisschen rum. Nee, okay. Ich spiele das trotzdem ja nur so von Geheimnissen, deswegen immer mal wieder probieren. Alles klar, wo gammel ich denn gerade rum? Ich habe von diesem Gebiet gerade überhaupt keine Karte, obwohl wir in Princestar sind. Nicht alles wird immer gezeigt. Was ich auch gut finde. Man sollte sich nicht blind auf die Karte verlassen. Wir sind nach wie vor... Wow, wow, wow. Seid nervig, wisst ihr das? Ja, und hier können wir es zum ersten Mal einweihen, dann wissen wir auch, wie oft wir darauf hören müssen. Einmal reicht. Oh, komm hier her. Hab ich euch geweckt, es tut mir aber leid. Ha, da ist schon gleich wieder die Super Missile. Yay. Weg mit uns. Okay, ja, dann sind wir hier. Alles klar, das führt natürlich wieder in unseren Gang. Und auch hier benötigen wir nochmal das Super Missile. Kein Problem. Los geht's. So, wo sind wir denn jetzt? Ach du Mistvieh. Wir sind hier. Okay, dann würde ich gerne mal versuchen, eins hochzukommen. Denn da ist noch ein Item. Und rechts geht es auch nur irgendwo rein. Probieren wir das mal. Okay. Ja, komm. Du kannst mir noch eine Super Missile geben. Was hältst du denn davon? Super Missile? Super Missile! Gib mir Super Missile! Hallo! Lassen wir es halt. Oh, okay, da rechts kommen wir nicht rein. Schon wieder eine neue Tür. Gelb. Ja, gelb können wir noch nicht öffnen. Da fehlt uns die richtige Waffe. So, dann hat sich das geklärt. Jetzt möchte ich nur noch diesen Punkt da oben irgendwo haben. Ach, schaut mal, da geht's auch noch links weiter. Okay. Naja, aber erstmal... Ah, na toll. Das werden wir wohl auch noch nicht erreichen können, denn hier... An diesen Steinchen könnten wir theoretisch was Besonderes machen. Ihr wisst schon, was ich sagen will, wenn wir die Waffe hätten. Wobei Waffe ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber na gut. Ihr werdet es sehen, sobald es soweit ist. Oh, wow, wow, hey. Okay, aber gut, ich glaube, da hinten war eh nichts mehr. Zumindest momentan. Ich gehe nochmal kurz gucken. Da fällt man wieder durch. Das ist ja echt nett gemacht hier. Was ist, wenn ich... Nee, da komme ich nicht rein als Kugel, oder? Gerade, ob das was bringen würde. Es gibt sowas wie den Bombensprung. Ich zeige ihn an dieser Stelle mal. Wenn man ganz viele Bomben auf einmal legt, und da braucht man ein bisschen Timing und auch ein bisschen Glück, finde ich, dann kann man mit der Kugel unglaublich nach oben kommen. Aber das ist so ein Dreck. Also, ich bin da relativ schlecht drin. Aber ich glaube nicht, dass da links in diesem kleinen Ding was drin ist. Ach, nee, hab's nicht geschafft. Nee, das lasse ich jetzt auch nicht bezweifeln, nämlich ganz ehrlich, dass da was ist. Deswegen, ja, gehen wir als nächstes. Das rechts geht ja noch nicht. Da brauche ich das eine. Würde ich sagen, gehen wir ganz nach unten, ne? Also los. Jupp. Bum, bum. Ich überlege gerade Super Missile in Krateria. Müssen wir schon Backtracking machen? Ich glaube nicht. Missiles! Ich glaube, in Krateria gab es nichts Grünes. Aber na gut, da müssen wir später so oder so nochmal hin. Dann können wir das alles in einem Zug machen. Und hier haben wir schon wieder das nächste Secret. Was haben wir denn da Feines? Ui, was ist das? Der Charge Beam! Eine sehr, sehr wertvolle Sache. Das habe ich schon vermisst, wenn wir unsere Waffentaste nämlich jetzt gedrückt halten. Yeah! Und das macht natürlich ein bisschen mehr Schaden, ist klar. Man kann auch mit dem Ding die ganze Zeit rumrennen. Das sieht dann ziemlich stylisch aus, wenn wir so blinken. Uiuiui. Was, ne? Wenn wir uns zur Kugel dann in diesem Zustand machen, kommen jede Menge Minibomben. Und die Minibomben haben uns gerade verraten, dass wir hier wieder eine Waffe benötigen, die wir leider noch nicht besitzen. So. Gucken. Und
da weiter. So, und hier brauchen wir wieder unser Super Missile, alles klar. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt langsam mal einen Cut. Ah, ich könnte das jetzt wirklich stundenlang einfach so weiterspielen, das ist schlimm mit mir. So, da, da ist noch ein Secret. Ja, da komme ich nicht hoch, da müsste ich wieder besser springen. Theoretisch, nee, ich glaube, da gibt es auch kein Theoretisch, da komme ich definitiv noch nicht hoch. Okay, das heißt, für uns geht es dann erstmal abwärts. Wir haben noch jede Menge vor uns. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Super Metroid.